Jahr 2026 werden mehrere Sonden zum Mars entsandt, um mögliche Landezonen für eine bemannte Mission zu erkunden. Alle Fallschirme sind aufgegangen. Die Landeeinheit wurde abgetrennt. Voller Schub auf die Triebwerke, noch 1000 Meter. Ausfall der Höhenkontrolle. Das Ersatzsystem übernimmt die Steuerung. Noch 400 Meter, 200 Meter, 15 Meter. Wir haben das Signal verloren. Obwohl eine der Testsonden auf der Oberfläche des Mars zerschellte, steht die Menschheit kurz vor einem ihrer größten Abenteuer, dem bemannten Flug zum Mars. Das Olympus-Programm ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt, aus dem das komplexeste Raumschiff hervorging, das je gebaut wurde. Die Besatzung wird mit einem einzigartigen nuklearen Antrieb bis zum Mars fliegen und wieder zurück. Für die Mission werden 4 Raumschiffe auf ihre Reise geschickt. Chirasse transportiert Ausrüstungsteile. Atlantis befördert die Bodenstation. Gagarin ist eine Marsfähre und bringt die Mannschaft aus dem Orbit auf die Oberfläche und wieder zurück. Die Terra Nova wird die Besatzung für ihre 19-monatige Reise zum roten Planeten aufnehmen. Der gefährlichste Teil jedoch wird die Landung und der Start auf der Marsoberfläche sein. Doch zunächst muss die Besatzung die extremen körperlichen und psychischen Belastungen ihrer langen Reise überstehen. Noch nie zuvor sind Menschen so weit gereist, um eine neue Welt zu erforschen. 9, 8, 7, 6. Reaktor aktiv. 4, 3. Triebwerke ein. Und Zündung. Gute Reise, Terra Nova. Godspeed, Terra Nova. Reaktor auf halber Leistung. Antriebseinheit normal. Telemetriedaten normal. Okay, Houston. Verstanden. Lucia, du verpasst was. Sag das meinem Magen. Seht ab und zu mal in den Rückspiegel. Der Geheimdienst meint, dass die Chinesen jeden Tag starten könnten. Verstanden. Wir bleiben vor ihnen. Triebwerke aus. Terra Nova, hier Houston. Ihr könnt jetzt die Tanks Alpha 1 und 2 abtrennen. Trennen Alpha 1 und Alpha 2 ab. Houston, hier Terra Nova. Bereit für erneute Zündung. Mark. 3, 2, 1, Zündung. Roger that. Warnung. IPS-Code 1233. Houston, wir haben einen IPS-Alarm. Verstanden, ein Problem mit der Stromversorgung.
Antrieb auf TMI, Abbruch. TMI, breche die Sequenz ab. Houston, wir sind bereit für die Rückkehr zur Erde. Kommen. Terra Nova bereithalten für ATE. Falcon bestätigt, dass euer Problem die zweite Zelle betrifft. Verstanden, Houston. Ein Temperatursensor? Ja, ist wohl nichts Ernstes. Wie ermutigend. Houston, ich vermute einen Fehlalarm. Verstanden, Mikhail. Möchtest du den Alarm umgehen? Wie lange noch? 20 Sekunden. Houston, ich umgehe den Alarm. Nach Brennschluss sehe ich mir das an. Verstanden. Wir brechen nicht ab. Ich wiederhole, wir brechen nicht ab. Verstanden, Houston. Auf mein Zeichen. Schubhebel zurück. Terra Nova, alle Systeme normal. Gut gemacht. Was für ein Tag. Wir haben noch 581 vor uns. Er fährt runter. Mikhail, beginne die Inspektion. Alle anderen bereiten sich auf die Rotation vor. Wir schalten für 4 Stunden 28 Minuten ab. Hier spricht der Kapitän. Bitte klappen Sie die Tische zurück und bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position. Bereit für Einleiten der künstlichen Schwerkraft. Houston, hier Terra Nova. Wir fangen mit der Rotation für die künstliche Schwerkraft an. 0,7 G bei 4,5 Umdrehungen in der Minute sind in 40 Minuten erreicht. Was ist los? Das ist der Schuldige. Drei Fehler auf einer Platine? Das kommt vor. Nicht auf diesem Schiff. Teste alle durch. Wie wär's mit Tim und Struppi? Tintin in Miru, my heroes.
Ihr gebt ihnen doch keinen Namen. Warum nicht? Sie dienen zur Kontrolle der Lebenserhaltungssysteme. Wie fühlst du dich wohl, wenn Tims Hirn in die Zentrifuge kommt? Nur so können wir für sie beten. Hier gehören Gebete nicht zum Protokoll. Die Abgebrühte dort heißt Lucia. Ich weiß, er sollte den Baseballhandschuh erst bekommen, wenn er besser in Mathe ist. Aber dein Vater hat ihn gekauft. Sieh mal, Opa hat ihn ausgesucht. Dein Vater wollte unbedingt mitkommen. Ihm geht es in letzter Zeit viel besser. Du kannst das sicher verstehen. Ich mag mich nicht per Videonachricht unterhalten. Es war schöner, als du noch auf dem Mond warst. Anderthalb Sekunden Verzögerung waren okay. Schick bald wieder eine Nachricht. Und was unser Gespräch vor deiner Abreise betrifft, ich verstehe das. Eine Woche haben wir geschafft. Noch 82 und du bist wieder da. Das war so bad. Der Captain macht den Abwasch. Heute wird ein Film geguckt. Lust? Kommt auf den Film an. Aus meiner privaten Sammlung. Hab nichts gehört. Welcher ist es? Rakete Mond startet. Astronauten verfehlen den Mond und landen auf dem Mars. Eine Dokumentation. Come on, guys, hurry up. Yes, hurry up, Rick, with my team, please. Reduce power. Now, your computation? We have to add 12% O3 to A16. Right. 12% O3 to A16. This means we'll have to rearrange some of the fuel tanks and all the connections. This is fantastic. Fantastisch. Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. It's actually brilliant. Ein Klassiker. Er sollte dennoch wissenschaftlich korrekt sein. Die 50er waren eine unschuldige Zeit. Wie klein die Meteoriten sind. Was war das? Ein Einschlag. Computer, Bericht über Druckkabine. Druck ist äußerst gering. Das ist die gute Nachricht. Da bewegt sich was. Ich weiß, was es ist. Genau, was ich dachte. Der Roboterarm hat sich gelöst. Sollen wir die Rotation stoppen? Das dauert zu lange. Er muss abgetrennt werden, bevor etwas passiert. Wenn wir uns in ihn reindrehen, ist der Schaden größer. Wenn ich warte, zerstört er uns. Sie hat recht. Arm 2 ausklinken. Jetzt. Ich muss auf den richtigen Augenblick warten, damit er uns nicht trifft.
komm frei. Komm frei. Komm. Gut gemacht. Das war sehr gut. Warnung. NTR-Code 8564. Ein Problem mit dem Reaktor. Das klingt nicht gut. Was ist los? Merkwürdig. Alle Systeme äußerst gering. Bestätige. Der Arm muss die Sensoren beschädigt haben. Zunächst müssen wir mit dem anderen Arm nach Schäden suchen. An die Arbeit. Ich komme zum Modul für die Stromversorgung. Hier hat der Arm uns getroffen. Statusbericht. Wir konnten keine größeren Schäden ausmachen. Nur eine kleine Beule an der Außenhaut. Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Mikhail checkt weiter die Systeme. Aber wir brauchen trotzdem Hilfe. Und zwar mehr als nur, wir arbeiten dran. Die Systemausfälle waren nicht so schlimm, aber wir müssen den Grund für das Reaktorproblem finden. Passiert das während einer Triebwerkszündung, gibt es zwei Möglichkeiten. Bei einer verlieren wir das Schiff und die Crew. Beeilt euch mit den Berichten und haltet uns auf dem Laufenden. Was ist? Ich muss dir sagen, dass Mikhail nach der ersten Fehlfunktion nur eine Platine überprüft hat. Er hat das Problem behoben. Aber es gibt an Bord noch mehr von diesen Platinen. Und wir hatten noch zwei Probleme. Okay. Danke. Was ist los? Ich wollte fragen, ob du noch weitere Platinen überprüfen konntest. Schon klar. Der Experte zweifelt an mir. Du kannst ihm sagen, dass ich den Fehler im Reaktor sorgfältig analysiert habe. Ich konnte nichts finden. Er kann sich das gerne ansehen. Antoine hat ein Argument eingebracht. Entweder dieses Schiff ist verflucht oder wir haben ernste Probleme. Schon drei Fehlfunktionen. Was erwartet uns noch? Ich überprüfe alle Systeme. Elektrik, Antrieb, Navigation, alles. Von oben bis unten. Und vielleicht bin ich fertig, wenn wir auf dem Mars sind. Commander Richard Irwin, psychischer Bericht vom 2. Februar 2030. Naja, ich war von diesen Berichten noch nie begeistert. Aber die Ergebnisse werden den zukünftigen Missionen helfen. Also los. Es beunruhigt mich, dass wir anderthalb Jahre mit nur einem Arm auskommen müssen. Trotz unserer exzellenten Ausbildung konnten wir den Fehler noch nicht finden. Habe ich den Sicherungsmechanismus gelöst? Oder war es der Computer? Ich hätte den Fehler sehen müssen. Unregelmäßigkeiten im Reaktor sind immer Grund zur Sorge. Drei Fehlfunktionen hintereinander erhöhen nicht gerade das Vertrauen.
Hey, Hiromi! Ja? Eine Nachricht für uns. Ich schaue sie mir später an. Von Glenn Hartwell. Komme gleich. Was will er? Sollen wir umkehren? Vielleicht. Wir sagen einfach, es ist keiner da. In den nächsten 42 Tagen können wir jederzeit umkehren. Rick? Everyone? Ich habe einen ähnlichen Funkspruch bekommen, als es damals zum Mond ging. Also los, wir haben große Probleme mit der Elektrik. Aber die Mission geht weiter. Außerdem werdet ihr da oben bald Gesellschaft kriegen. Die Chinesen sind heute um 18 Uhr gestartet. Sie werden vor euch ankommen. Wir werden dennoch die Mission weiterführen und erfolgreich abschließen. Zu Beginn des Raumzeitalters haben wir gelernt, dass man über ein Jahr in der Schwerelosigkeit verbringen kann. Aber als die Astronauten damals wieder auf die Erde kamen, mussten sie ihre Muskeln über Wochen neu aufbauen. Darum drehen wir unser Schiff und schaffen so eine künstliche Schwerkraft. Sonst müssten wir die Hälfte unserer 60 Tage auf dem Mars erstmal wieder zu Kräften kommen. Wie generieren wir die künstliche Schwerkraft? Ein Beispiel. Wir nehmen einen Plastikeimer, etwas Wasser, am Griff festhalten und jetzt schnell drehen. Das Wasser bleibt am Boden des Eimers, genauso als wenn es noch auf dem Tisch stehen würde. Wir nennen das Zentrifugalkraft. Darum kann ich hier ganz normal stehen. Das war gut. Die nächste Frage. Eine vierte Klasse in Los Angeles will wissen, wie geht man im Weltraum aufs Klo? Springer schlägt Dame. Schach. Check. Läufer schlägt Springer. Warum nehmt ihr nicht das Brett? Hiromi wirft es immer um, wenn ich gewinne. Sehr witzig. Läufer schlägt Läufer. Autsch. Matt? Natürlich nicht. Springer schlägt Läufer. Turm schlägt Turm und Bauer schlägt Springer. Check. Schach. And mate. Matt. Ich dachte, man spielt Schach zu zweit. Wenn ihr hier spielt, spiele ich mit. Verstehe. Come on, Jackie. Wir sollten jetzt die Pflanzen kontrollieren. So ein Mist. Gibt es ein Problem? Die Bordküche ist wieder hin und wir haben kein heißes Wasser mehr. Der Brei ist scheußlich. Kalter Brei ist unerträglich. Das scheint dich nicht zu stören. Also bin ich schuld? Habe ich das gesagt? Nein, aber du siehst mich so an. Entschuldige, wenn mein Blick dich stört.
Zu deiner Information, ich habe noch immer keine Ursache für die Fehler finden können. Gib nicht mir die Schuld für die kaputte Bordküche. Etwas verursacht diese Probleme. Aber wir kommen einfach nicht drauf. Was hast du beigetragen? Das reicht. Wir werden uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Wir sollten glücklich sein, dass es nichts Schlimmeres ist als kaltes Wasser. Okay? Ja, sicher. Alles gut. Good. Listen, Antoine, wenn du ein Problem hast, kannst du gerne zu mir kommen. You know that you can come to me. Aber die Einschätzung der Fähigkeiten dieser Besatzung ist meine Aufgabe. Nicht deine. Behalte deine Meinung also für dich. Ist das ein Befehl? Ja. Darf ich offen sprechen? Ja. Ich weiß, dass Sie und Mikhail gut befreundet sind. Und ich weiß auch, dass Sie mich bei dieser Mission nicht dabei haben wollten. Das stimmt. Ich wollte Mikhail und Bull. Ein Freund? Es ging um den Antrieb. Sie wollten den besten. Darum bin ich hier. Aber Sie sind nicht Ihrer Meinung. Achtung, Einsatzmitteilung. Hey guys. Entschuldigt die späte Nachricht. Wir checken jeden Mikroprozessor und jeden Chip an Bord. Die schlechte Nachricht. Wir tappen genauso im Dunkeln wie ihr. Bericht des Schiffsarztes, 28. März 2030. Die technischen Probleme belasten die Psyche der Mannschaft sehr. In der Toilette haben wir Schimmel. Die Besatzung isst und schläft gut. Bis jetzt noch keine Messerstechereien. Es ist unerträglich. Antoine provoziert ständig Rick. Er respektiert niemanden an Bord. Ich bin wegen des Antriebs hier. Ich will beweisen, dass nur Nukleartechnologie für zukünftige Missionen in Frage kommt. Er ist distanziert und arrogant. Es macht mir Sorgen, dass ich einen Bordingenieur dabei habe, den ich kaum kenne. Die Ingenieure haben eine nervige Art. Es ist einsam. Ich würde gern mal mit jemand anderem reden. Ich bin nicht Ihr Kamerad. Ich bin optimistisch, dass Antoine sich in das Team integriert und werde natürlich daran arbeiten. Auf dem Mars werde ich den Ton angeben. Ah!
Happy birthday. Alles Gute zum 20. Geburtstag. Marsjahre sind doppelt so lang. Or twice as nice. Otanjoubi omedeto. Arigato gozaimasu. Otashimashite. Die Komplettausgabe, alle Bücher, Filme, Radioshows und TV-Serien von Tim und Struppi. Wir kennen sie alle. Noch eins. 20. Auf Tim. Und Struppi. Mit 8 habe ich zum ersten Mal Reiseziel Mond gelesen. Also eiferst du Tim und Struppi nach? Ja. Und was ist mit dir, Antoine? Krieg. Im Ernst? Ein französischer Präsident sagte: Seitdem die Menschen Krieg führen, gibt es einen Wettlauf zwischen Schwert und Schild. Das Schwert gewinnt immer. Das finde ich auch. Und darum baue ich nukleare Raketenantriebe. So können wir nicht nur zum Mars, sondern auch zum Merkur und den Jupiter- und Saturnmonden. Sie machen die Kolonisierung möglich und uns zu einer interplanetaren Spezies. Und sie befreien uns vor der Angst, dass wir die Erde zerstören könnten. Rick, was hat dich inspiriert? What was your inspiration? My old man. Mein Vater. Er war kein Astronaut, aber Marineflieger. Er wollte immer ins Weltall, hat es aber nie geschafft. Das ist der Traum deines Vaters. Was ist mit dir? Sieh mal. Die Nährstoffdosierung wurde verändert. Ich habe die Platine erst vor 3 Tagen ausgetauscht. Hier. Die Petersilie ist verdorben. 10 Jahre. 1000 Ingenieure und nicht einmal die Ventilatoren funktionieren. Also nochmal. Darf ich was sagen? Ja. Ich wundere mich, warum wir ständig Probleme haben. Vielleicht, weil sie die Mission vorverlegt haben? Das ergibt einen Sinn. Du glaubst, das ist wegen der Chinesen? Also eine Verschwörung. Das ist doch albern. Wirklich? Du unterschätzt ihren Ehrgeiz. Worauf willst du hinaus? Die Erde ist nur noch ein kleiner Punkt hinter uns. Dort sind 100 Leute, die uns unterstützen. Aber nur 6 sind hier oben. Was soll das? Ich weiß es. Und er hat recht. Mikhail und Antoine werden einen Weg finden, die Hauptplatine zu umgehen. Es darf keine Fehlfunktionen der kritischen Systeme geben. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt.
Dieses Jahr wird's rote Weihnachten geben. Die Chinesen sind gelandet und haben mit der Arbeit begonnen. Sie sind nur 22 Kilometer von eurer Landestelle entfernt. Ihr Solarbohrer ist bereits im Einsatz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Unter uns, es geht hier zu wie damals bei der Apollo-Mission. Es ist ein wahrer Wettlauf. Wer findet zuerst Wasser, zuerst Leben? Wir erwarten natürlich einen Sieg. Darum geht es also, gewinnen. Geht es nicht immer darum? Wie tief kommt er? Der Bohrer ist ähnlich wie unserer. Vielleicht 150, 180 Meter. Er hat Instrumente für die Analyse. Wenn Sie Wasser finden, finden Sie auch Leben. Das Rennen hat begonnen. Geschafft. Wir werden landen. Nun hält uns nichts mehr auf. Keine Selbstüberschätzung. Die Navy flog eine Ehrenformation und Adam stand auf und salutierte. Dein Vater war so stolz auf ihn. Er war auch stolz auf dich. Er sprach nur noch davon, dass sein Sohn zum Mars fliegt. Sie haben die Trauerfeier aufgenommen. Bull wird sie dir schicken. Ich habe ganz vergessen. Was macht eure schimmlige Toilette? Kennst du diese Werbung? Ich glaube, sie ist für einen Badreiniger, in der ihr alle die Toilette schrubbt. Erzähl doch mal. Das war lustig. Du hast mich an den Hausmeister erinnert. Aber du bist echt cool. Dein Sohn ist dein größter Fan. Das war's fürs Erste. Wir vermissen dich. Machst du wohl die Tür auf?
Ich melde mich morgen wieder. Ich liebe dich. Achtung, Einsatzmitteilung. Dringend. Ich kann mir keine schlechtere Nachricht vorstellen. Einige der Zulieferunternehmen haben uns getäuscht. Sie konnten nur pünktlich liefern, indem sie Berichte fälschten. Nun sind einige Platinen der Terra Nova nicht getestet worden und können Fehler aufweisen. Wir wissen nicht, ob der Eintritt in die Marsatmosphäre klappt. Ich muss euch leider sagen, das Beste wäre, am Mars Schwung zu holen und wieder zur Erde zurückzukehren. Entschuldigt, dass wir erst jetzt drauf kommen. Es ist unsere Schuld. Ihr geht trotzdem in die Geschichte ein. Kommt zurück. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Welche? Das Rennen ist vorbei. Ja, vielleicht. Deshalb sind wir aber nicht hier. Was willst du sagen? Glenn verbietet uns zu landen. Er empfiehlt es. Das ist nicht das Gleiche. Wir sind ein Raumschiff auf Mission. Antoine, dieser Plan, die Hauptschaltkreise zu umgehen, können wir so eine Zündung initiieren? Schwer zu sagen. Die Ersatzsysteme funktionieren noch nicht richtig. Ich rede doch nur davon, die Antriebssteuerung zu umgehen. Die Systeme können wir dann auf dem Rückweg wiederherstellen. Möglich? Aber Glenns Plan ist sinnvoll. Nein, ist er nicht. Ich bin schon seit 11 Monaten auf diesem Schrotthaufen, nur um ein paar Tage auf dem Mars zu forschen. Ich will landen. Und meine Arbeit machen. Und die anderen? Bin dabei. Wisst ihr noch, was Präsident Kennedy während des Apollo-Projekts gesagt hat? Wir fliegen nicht zum Mond, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Dieses Ziel wird uns dazu dienen, unsere besten Fähigkeiten zu offenbaren, weil es eine Herausforderung ist, die wir annehmen möchten. Darum sind wir doch hier.
versuchen wir es. Okay. Wir haben eine Mehrheit. Das reicht nicht. Alle oder keiner. It's gotta be all or nothing. Ich brauche 6 Stunden. Wir erobern den Mars. Houston, Terra Nova tritt in 15 Sekunden in den Orbit ein. Alle Systeme okay. Status? Antrieb bei 1%. Eintritt in 8 Sekunden. Zweites Kühlsystem? Aktiv. 5, 4, 3, 2, 1. Zündung. Alle Systeme laufen. Sieht gut aus. Ich hoffe es. Wenn es schief geht, schlagen wir auf die Marsoberfläche. Und man sieht die Explosion von der Erde aus. Vielleicht benennen sie einen Krater nach uns. 4, 3, 2, 1. Triebwerk aus. Bestätigt. Marseroberung. Mars Capture. Houston, Terra Nova. Orbit erreicht. Gute Arbeit. Ich weiß. Manchmal denke ich, wir sind allein im Universum. Manchmal nicht. Auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Arthur C. Clarke. Guter Mann. Guter Autor. Und der Erfinder des Telekommunikationssatelliten. Noch nicht mal Russe. Hat er nicht auch gesagt, auf dem Mars gäbe es keine Berge? Ja. Im Roman Projekt Morgenröte. Aber niemand ist perfekt. Wir sollten es sein. Eine große Verantwortung. Eher ein großer Druck. Ich will nur meinen Job erledigen, ohne dass es galaktische Auswirkungen hat. Sieh mal. All das hat Gott erschaffen. Es ist gigantisch. Im Vergleich dazu sind unsere Probleme nichts. Schwerelos. Wie wir. Du hast ein hübsches Lächeln. Wie meine Lana. Andocken an Gagarin in 90 Minuten. 90 minutes.
Wir sind da. Glenn hat nie von Meuterei gesprochen, aber wohl daran gedacht. Jeder draußen hat die richtige Entscheidung getroffen. Wenn ihr das jetzt hört, werde ich hier im Kontrollzentrum schon helfen, den Champagner kaltzustellen. Ihr macht uns sehr stolz. Wir sehen uns auf dem Mars. Over. Solarpanel komplett eingefahren. Bereit fürs Andocken. Los geht's. Automatischer Landeanflug gestartet. Gagarin, angedockt. Bestätigt. Sehr gut. Die Daten der Orbiter zeigen an, dass am Landeplatz ein Sandsturm aufziehen könnte. Deshalb gibt es jetzt keine Pause und wir können einen Tag früher landen. Von uns ist sowieso keiner in der Stimmung, sich auszuruhen. Gagarin, over. Meine Urgroßeltern waren Juden in einer schwierigen Zeit. Auch für meine Großeltern und Eltern war es nie leicht. Wenn ich heute in der ersten Nacht des Chanukka den Mars betrete, werde ich das als Jude tun. Nimmst du auch was Besonderes mit? Ja. Ein Bild von meinem Hund. Du machst ihn glücklich. I'm sure you'll make him very happy. Bestimmt. Meter. Ein toter Punkt. 2,5 Kilometer vom Frachter. 2 Kilometer von der Bodenstation. Ist egal, wo du landest. Verstanden. 60 Meter. Wind nimmt zu. Schalte auf Niedersicht.
Okay. 40 Meter. Fünfzehn Meter. Gute Arbeit. Für alle Menschen der Welt. Für alle Menschen der Welt. Sind du in Utameni. Plov si vomira. Para toda la gente del mundo. Wir sind die ersten Menschen auf dem Mars. Wir werden nicht die letzten sein. Glückwunsch! Da kommen sie. Taxi! Auf die Minute. Wir haben noch Zeit, bevor der Sturm kommt. Jackie und Hiromi, wir checken die Station. Die anderen nehmen Proben rund um das Schiff. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Seid lieber still oder wir fahren gleich zurück. Verstanden. Wann sind wir da?
ist es. Houston, wir haben ein Problem. Was ist denn? Das sekundäre Fahrwerk ist nicht vollständig ausgefahren. Und jetzt? Ohne Abstützung wird die Station gesperrt. Dann müssen wir sie eben herausholen. Geht es manuell? Wenn es nicht geht, muss der Notfallplan aktiviert werden. Dann haben wir nur noch 10 Mars-Tage. Und wir müssen auch noch von der Gagarin ausarbeiten. Hier ist das Diagramm vom Fahrwerk. Erfasst. Oder ein beherzter Techniker kann die Stütze reparieren und die Situation retten. Genau, Plan C. Einverstanden. Okay, zurück an die Arbeit. Ich brauche Hilfe. Es sollte bei okay einrasten. Rick, zieh du das herunter. Hiromi, du drückst hier, wenn ich die Gasleitung entleere. Wir müssen es nur etwas lockern. Jetzt gleich. Nochmal. 1, 2, 3, 10. Hiromi, bekommst du Luft? Lucia an Rick. Status? Die Stütze ist zurückgeschnappt und hat Hiromi eingeklemmt. Sein Anzug verliert Luft. Wir brauchen Hilfe. Verstanden. Wir kommen. Wir schaffen das und holen dich da raus. Verstehst du? Bei drei ziehen wir sie weg. Okay? Sie gibt nach. Radisson, Atlantis, kommen. Höre. Wir haben ihn da raus. Wie ist sein Zustand? Gib mir ein Bild. Sein Handschuh ist verformt. Und es tritt Blut aus. Wie groß ist das Loch? Ich sehe es nicht. Das Blut sollte gefrieren und das Loch versiegeln. Sind gleich da. Sieh mich an. Ganz ruhig atmen. Du hyperventilierst. Spar deinen Sauerstoff. Sie werden gleich hier sein. Dein zweites Sauerstoffpack funktioniert. Da sind sie. Bleib ruhig. Sauerstoffstatus? 40%. Er kommt durch. Er muss in die Station. Die Station ist nicht sicher, wenn die Stütze nicht ausgefahren ist. Dann beeil dich, wir gehen rein. Zur Gagarin schafft er es nicht. Hiromi, wir müssen den Arm fixieren. Halt den Arm still. Bei drei heben wir ihn. Wir fahren die Stütze aus. Atme langsamer. Nur noch 35%. Wir haben dich. Halt ihn fest. Hiromi, atme langsam. Antoine, bei 3, 2, 1. Wir sind gleich drin. Mehr Hebelwirkung. Die Schleuse ist offen. Rein mit dir. Noch ein paar Schritte. Wir kriegen das hin. Vorsicht. Schließ die Luke, Mikael. Klemmen wir es ein. Moment.
Sind drin. Verstanden. Aufpassen, okay? Du sagst wann? Versuchen wir es. Hier einklemmen. Auf den Tisch mit ihm. Fertig. Stützt den Arm. Bei drei. Nimm den Ärmel ab. Der Ring ist kaputt. Schneid's auf, ich will's sehen. Sieh mich an. Bleib bei mir. Langsam atmen. Gut. Der Ring hat sich nicht in den Arm gebohrt. Bring den Schulterring an. Hör zu. Halt still, das wird wehtun. Mach's einfach. Tief einatmen. Ich bin soweit. Los. Ready. Gut. Einatmen. Einatmen. Die Stütze ist draußen. Lucia, Status? Offene Wunde und ein Bruch. Okay, wir kommen rein. Sowas hat man noch nie gesehen. Seit 2 Tagen läuft die Party in Sydney, Tokio und Montreal. Unglaublich. Aber Glenn musste eine Frage des Präsidenten beantworten. Wer hat den ersten Schritt gemacht? Das stand so nicht im Drehbuch. Viele Leute schauen sich gerade das Filmmaterial an, um herauszufinden, wer den ersten Schritt gemacht hat. Hoffentlich finden sie es nie raus. Ich hoffe, eure Party ist auch gut. Over. Antoine, sing doch mit. Lass uns deinen Bariton hören. Tenor. Frohe Weihnachten! Wir nähern uns dem Bohrloch. 600 Meter. Verstanden. Genau da. Es muss noch montiert werden. Hilfst du mir dabei? Zieh's raus und ich nehme die Tasche. Hast du's? So, today is the big day. Heute ist also der große Tag. Herzlichen Glückwunsch zum 11. Geburtstag, Adam.
Wenn ich dich das nächste Mal sehe, musst du dich schon rasieren. Ich habe auch die Aufnahme von deinem Weihnachtsvortrag gesehen. Echt lustig. Das hast du ganz toll gemacht. Wir haben hier viel zu tun. Du weißt ja, heute war auch der Geburtstag deines Großvaters. Er sagte immer, du wärst das schönste Geschenk, das er je bekommen hat. Und er hatte recht. Heute werde ich etwas Besonderes für euch beide machen. Wenn du heute Nacht zum Himmel schaust, bin ich der Typ im Raumanzug, der dir winkt. Ich liebe dich. Alles Gute. Happy Birthday. Genau da am Horizont, zwischen Saturn und Phobos. Zu Hause. Dinosaurier, das römische Imperium, Regenwälder. Die Bücher, die wir gelesen haben, die Menschen, die wir geliebt haben. Alles da oben. Davon hat mein Vater immer geträumt. Die Erde von einer anderen Welt aus zu sehen. Schlaf gut. Einen habe ich noch. Alle Völker betreiben entweder Raumfahrt oder sterben aus. Einfach. Carl Sagan. Jetzt ich. Es gibt Leben auf dem Mars. Uns. Wer denn? Hiromi? Schlaumeier. Es war Ray Bradbury. Die Vanguard-Mission hat bewiesen, dass es einfaches Leben auf dem Mars gibt. Die Frage ist nur, wie kam es hierhin? Ist es eigenständig entstanden oder sind hier Sporen aus dem All gelandet? Sporen? Du meinst Panspermie? Genau. Das Leben kam von Meteoriten aus einer anderen Welt. Oder ein Einschlag auf der Erde hat Fels hierher geschleudert. Und was, wenn es andersherum war? Wenn es hier zuerst Leben gab und das auf die Erde geschleudert wurde? Dann sind wir Marsianer. Du vielleicht. Atlantis, Kiviok, komm. Ich höre. Wir können los. Fernmessung bereit? Fernmessung online. Kiviok Atlantis, los dann. Verstanden. Willst du es starten? Mach du nur. Dann kannst du damit prahlen, dass du die Erste warst, die auf dem Mars ein Loch gegraben hat. Alle werden neidisch sein. Ich fühle mich geehrt. Bora fährt runter. Bora abgesenkt. Und Bohrung gestartet. Vorsicht.
suchen wir Wasser. Ja, suchen wir Wasser. Die Außeneinsätze sind anstrengend. Wir stecken in diesen Anzügen und arbeiten lange und hart. Nicht gerade wie im Urlaub. Trotzdem gibt es keinen Ort, an dem ich lieber sein würde. Es ist für uns alle schwierig, aber es läuft gut und wir sind in der Zeit. Für Hiromi tut es uns natürlich sehr leid. Aber er ist ein Mannschaftsspieler und weiß, dass er immer noch sehr wichtig für uns ist. Komm nur raus. Es geht nichts über eine heiße Dusche. Ob man sie nötig hat oder nicht. Eines Tages wird hier ein Hotel sein und die Touristen können sich diese historische Stätte in den Ferien anschauen. Sie werden mit Mars-Dollars bezahlen und sich die Station ansehen und nicht glauben, wie wir hier überleben konnten. Ihr Russen seid doch Romantiker. Stimmt. Du doch auch. Denk doch mal nach. Wir riskieren jeden Tag unser Leben, um Wasser zu finden. Wasser bedeutet Leben. Zukünftige Generationen können dann ihren Sauerstoff produzieren. Nutzpflanzen anbauen, Städte bauen, vielleicht sogar zweimal am Tag duschen, wenn sie wollen. Du kannst mich nicht täuschen. Unter deiner harten Schale steckt ein sanfter Kern. Erzähl's weiter und ich töte dich. Wenn einer fehlt, wird alles schwieriger und die Arbeit mehr. Bisher machen aber alle mit, ohne sich zu beklagen. Sogar Antoine. Das freut mich sehr. Rick arbeitet noch für Hiromi mit. Bisher hält er sich gut. Er hat einen starken Willen und viel Ausdauer. Trotzdem beobachte ich ihn. Es ist das Übliche. Bohrer nutzen sich ab und so weiter. Das große Problem ist der Staub. Er ist überall. Alles nutzt sich viel schneller ab. Bei einigen Teilen erschöpfen sich unsere Vorräte langsam. Es ist der Boss. That can't be good. Okay. Guten Abend. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben eine Nachricht der Chinesen abgefangen und sie haben Wasser gefunden. Wir schicken bald neue Informationen und die Daten, aber es scheint so, als ob sie uns geschlagen hätten. Mir ist egal, was sie finden. Wenn es Leben gibt, finden wir es. Du kriegst erstmal einen leichteren Gips.
Seht euch das an. Gewaltig. Riesig. Elektrostatische Entladung. Wieder zu Kräften. Jackie, bitte komm. Ich höre. Wir sind am Bohrloch. Okay, good. Wie sieht's aus? Kann man den Bohrer reparieren? Wenn wir einen Baumarkt finden. Die Kabel sind durchgeschmort. Das war's also. Unser letzter Motor ist auch zerstört worden. Die Daten kommen rein. Seht mal. Das ist tot. Was ist los? Wir schauen uns die Daten der chinesischen Bohrprobe an. Sie ist mit Calciumchlorid belastet. Das heißt? Salziger als das Tote Meer. Auf dem Zeug könnte man gehen. Er hat recht. In dem Wasser existiert kein Leben. So what? Ohne Bohrer können wir auch kein anderes Wasser finden. Of course we do. Ich weiß aber, wo wir sehr günstig einen Bohrer auftreiben können. Cheap. Frau Generalsekretärin, Frau Premierministerin, die Herren Präsidenten. Sie müssen wissen, wir sind nicht naiv, wenn wir unser Anliegen vortragen. Entdeckungsreisen haben auch immer ein politisches Motiv. Das ist uns klar. Aber die Menschen träumen schon lange davon, auf den Mars zu fliegen. Deshalb könnte diese Reise anders sein, weil die Welt, die wir entdeckt haben, eine andere ist. Sie alle sind die Vertreter großer Nationen. Aber auf dem Mars gibt es noch keine Grenzen. Nur 6 Menschen, die die ganze Menschheit repräsentieren. Nicht weit von hier sind gerade die Träume eines anderen Landes geplatzt. Deshalb bitten wir Sie, die Politik zu überwinden und nicht nur an das Wohlergehen des eigenen Landes, sondern an das Wohlergehen der ganzen Welt zu denken. Ob ich einverstanden bin? Das ist nicht die Frage. Wie können sich Staatschefs und Bürokraten gemeinsam auf etwas einigen? So gut wie unmöglich. Wir könnten loslegen. Wir warten darauf, dass Sie eine Entscheidung treffen. Das ist sehr schwer für uns. Wir können aus beiden Systemen einen Bohrer zusammensetzen. Wir müssen nur weitermachen. All we need is the go-ahead. Wir haben zwar genug anderes zu tun, wissenschaftliche Arbeit, die Station in Ordnung halten und so weiter.
Aber diese Warterei zermürbt einen, als ob man auf einen wichtigen Anruf wartet. Die Menschen träumen schon lange davon, zum Mars zu fliegen. Deshalb könnte diese Reise anders sein, weil die Welt, die wir entdeckt haben, eine andere ist. Sie alle sind die Vertreter großer Nationen. Aber auf dem Mars gibt es noch keine Grenzen. Nur 6 Menschen, die die ganze Menschheit repräsentieren. Wenn du zurückkommst, haben wir die Übersetzung der Bedienungsanleitung. Soll ziemlich einfach sein. Unsere Stromversorgung sollte auch funktionieren. Was macht unser Freund in Washington? Seit die Öffentlichkeit hinter der Zusammenarbeit steht, war es kein Thema mehr. Die Gespräche über die Zusammenarbeit im Olympus-Projekt beginnen nächsten Monat. Sag Glenn, dass wir dann neue Flaggen auf den Anzügen brauchen. Globale Kooperation? Ich glaube es nicht. Nach dem ersten Tag dachte ich, alles geht schief. Das kommt noch ins Museum. Dann sehe ich es mir an. Hier, zudrücken. Sieht gut aus. Nähern uns dem chinesischen Bohrloch. Verstanden. Es ist viel kleiner, als ich gedacht habe. Ich hole das Werkzeug. Hier geht es rein. Verstanden. Du hebst die Felgen und ich hole das Stereoskop. Du wolltest schon als Junge ins All. Nein, erst mit 7 wusste ich es. Und? Was war der Auslöser? Zu meinem Geburtstag bekam ich von meinen Eltern ein Mikroskop. Als mein Vater Wasser auf den Objektträger tropfte, sah ich, dass es voller Leben war. Ich fragte ihn, gibt es überall Leben? Und er sagte, ja. Dann zeigte ich auf den Himmel. Auch da? Ratet mal, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Genau. Er sagte, das Universum ist so gewaltig, dass niemand weiß, ob es dort Leben gibt. Da wusste ich, dass ich es irgendwann selbst suchen muss. Das Mikroskop hast du noch. Klar. Es war ja auch made in China. Harte Woche. Der Abflug rückt näher und wir versuchen, den chinesischen Bohrer auszuschlachten und ihn danach bei uns einzubauen. Die Ingenieure müssen die beiden Systeme zusammenführen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder bohren können. Over. I don't
Kannst du die Salinitätstheorie nochmal erklären? Wenn das Wasser eines Ozeans langsam verdunstet, wird die Salzkonzentration sehr hoch. Was sollen wir finden, wenn wir in der gleichen Gegend bohren? Das chinesische Bohrloch liegt dort, wo sich das salzigste Wasser angesammelt hat. Unseres nicht. Und? Zweitens? Könnten wir uns auf eine Sache konzentrieren? Das bringt doch nichts. Ich kontrolliere nochmal die Daten. Ich brauche eine Pause. Hältst du durch? Ich halte durch. Lass dich nicht unterkriegen. Niemals. Weißt du noch? Es hieß, es sei einfach, sich an Mars-Tage zu gewöhnen. Die innere Uhr würde sich umstellen. Ja. Das war gelogen. Ja. Ich gehe besser zurück. Ja. Okay. Und los. Yes. Gute Arbeit. Erste Schicht. Lucia, Sie haben es geschafft. Es funktioniert. Da wir unser erstes Bohrloch benutzen, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Sie auf Wasser stoßen. Und wir können zusehen. Ich will dabei sein. Du musst fitter werden. In 10 Tagen fliegen wir ab und ich will dich nicht zurücklassen. Es ist nett, dass du dich um mich sorgst, aber... Vergiss es, du gehst nicht raus. Im Moment ist unser größtes Problem die Zeit. Deshalb machen wir alle Überstunden. Nachts zu arbeiten ist gefährlicher. Aber da wir in 9 Sols schon zurückfliegen, bleibt uns keine Wahl. Die Bohrvorrichtung ist eine Kombination aus verschiedenen Systemen und muss deshalb ständig überwacht werden. Im Moment funktioniert der chinesische Bohrer auf unserer Plattform und wir hoffen, dass er auch hält. Trotz Studium und Fachausbildung müssen wir hier schuften. Aber die Überstunden für Hiromi machen mir nichts aus. Ich würde mich noch mehr als er darüber freuen, wenn wir auf Wasser stoßen. But I'll probably be even happier than he when we do strike water.
Ich dachte nicht, dass unsere Bitte um Kooperation erfolgreich wäre. Vielleicht, weil ich die Geschichte genau kenne. Denn oft wurden politische Lösungen mit Waffengewalt erzwungen. Schön, dass ich mich diesmal geirrt habe. Vielleicht gibt es Hoffnung. Wir haben schon viel erreicht. Aber das große Ziel ist, Leben zu finden. Gut, dass die Chinesen es nicht entdeckt haben. Aber wenn unsere Suche auch ergebnislos bleibt, ist das ein enormer Verlust. Gutes Buch? Nicht wirklich. E2 auf E4. E2 auf E4? Knight to King's Bishop 3. Springer auf C3. Springer schlägt Läufer. In conditions like these. Unter solchen Bedingungen kostet alles mehr Mühe und Konzentration. Die Müdigkeit kommt schneller und wird stärker. Die Extraschichten ermüden zusätzlich. Es ist hart da draußen und bei der Arbeit konzentriert zu bleiben ist sehr anstrengend. Es ist fast unmöglich, geduldig zu bleiben. Die Zeit läuft. Die langen Arbeitszeiten und die Nachtschichten verlangen ihren Tribut. Wir sind alle müde, schon zu Beginn der Schicht. Das macht mir Sorgen. Doch ich glaube, keiner von uns möchte weniger arbeiten. Also machen wir so weiter. Bis in 4 Stunden. Schönen Abend. Evening. I think it's better. Ich fahre. Gute Nacht. Unbelievable. Du hast nie davon geträumt, ins All zu fliegen?
Wo ich aufwuchs, ging das nicht. 6 Kinder und ich bin die Einzige mit Highschool-Abschluss. Wie bist du Astronautin geworden? Ich bin Bordärztin. Die meisten Air Force-Schiffe haben gar keine Piloten mehr, wie die chinesische Sonde. Atlantis, Radisson. Wir haben noch einen Bohrer verloren. So nah dran. Was macht ihr? Das ist schon der dritte. Sollen wir ihn auswechseln? Wir wollten gerade zurückkommen. Okay, wir machen das morgen. Verstanden. Wenn wir bis morgen warten, verlieren wir 6 Stunden. Und wir haben nur noch 3 Sols zum Bohren. Wir sind so müde. 3 Sols nur. Wir brauchen jede Minute. Plan geändert. Bleib da, wir kommen, um zu helfen. Lass Mikhail schlafen. Ich komme mit. Das ist gegen die Vorschriften. Dann dürfte keiner rausgehen. Dein Arm ist bei 80% und die Vorschriften besagen... Der Bruch ist verheilt und ich bin nicht so erschöpft wie ihr. Lass mich rausgehen. Deshalb bin ich hier. Dafür habe ich gearbeitet. Gib Gas. Na bitte. Sehr eng, die Anzüge. Stimmt, lass uns gehen. Es ist genug für dich. Nicht noch hierbleiben? Nein, ich will keinen Ärger. So nah dran? Wenn wir etwas finden, kommst du wieder her. All right, let's go. Seht mal. Wasser. Wunderschön. Es sublimiert. Wir haben Wasser gefunden. Wir haben es geschafft. Wie Sterne. Mikhail! Mikhail! Komm rüber, wir haben Wasser gefunden. Holen wir die Probe hoch. Verstanden. Mikhail, get over. Komm rüber! Das Kabel klemmt. Ich sehe nach. Ich hole Werkzeug. Mikhail! Ich sehe nichts. Unglaublich. Der Druck steigt. Stell es ab. Verstanden. Zurück. Wir schneiden ein. Sichert die Proben. Zurück. Das gefällt mir nicht. Atlantis an Bohrteam. Status? Zu den Fahrzeugen. Hiromi, Jackie, Antoine, antwortet. Rick, bitte komm.
Ich hole die Anzüge. Ich muss euch nicht sagen, dass unsere Gedanken bei euch sind. Wir wissen, wie schwer das sein muss. Ihr habt gute Arbeit geleistet und uns stolz gemacht. Kommt nach Hause. Wir warten auf euch. Over. Mr. Okuda? Mrs. Okuda? Hiromi told me... Hiromi hat mir von dem Stein erzählt, den er vom Berg Fuji mit hierher gebracht hat. Japan's Olympus. And he told me a proverb. Und er hat mir auch von einer Redensart erzählt. Wer auf den Fuji steigt, ist ein weiser Mann. Wer zweimal auf den Fuji steigt, ist ein Narr. Ihr Sohn hat aber auch gesagt, er würde den Fuji nochmal besteigen, damit er diesen Stein zurückbringen und mit seinem Ursprung vereinen kann. Er dachte nicht, das sei töricht. Ich denke das auch nicht. Neither do I. Hört mal zu. Das ist für uns alle sehr hart. Aber ich möchte klarstellen, dass die Entscheidung, Hiromi an dem Außeneinsatz teilnehmen zu lassen, allein meine war. Ich trage die Verantwortung. Wenn jemand noch etwas dazu sagen will, soll er es jetzt tun. Die Heimreise wird nicht einfach. Ein Crewmitglied fehlt. Zu seinen Ehren werden wir die Mission erfüllen. Das ist alles. Danke. Startsequenz eingeleitet. Bestätige. 10 Sekunden. Steuerungssequenz eingeleitet. 3, 2, 1. Ignition. Wir hatten keine Zeit, um Hiromi zu trauern oder uns als Team neu zu orientieren. Wir mussten auf die Terra Nova zurück, um den ganzen Schimmel zu entfernen.
major cleanup of the mold. The mold. Der Schimmel und der Marsstaub greifen unsere Gesundheit an. Wenn die Atemwege wieder frei sind, sollte es uns besser gehen. Jackie und Mikhail versuchen, die Quelle des Schimmels zu lokalisieren. Du musst dich also nur um die Überbrückung kümmern. Wie lange dauert es, bis wir zünden können? Bis wir es versuchen können? Ja. Ich weiß nicht. Dann sag mir wann. Lucia und ich entladen weiter. Das sollte nicht passiert sein. Wieso einiges? Ich muss klarstellen, dass ich mit Ricks Entscheidung, Hiromi am Außeneinsatz teilnehmen zu lassen, nicht einverstanden war. Außeneinsätze sind hart. Er war noch nicht vollständig bei Kräften, aber niemand konnte den Unfall vorhersehen. Er hätte nicht da draußen sein dürfen. Ich muss noch mit Rick darüber sprechen, unter vier Augen. Aber im Moment, mit unseren ganzen Problemen, ist einfach keine Zeit. Kopplungsmanschette gelöst? Bestätigt. THC und RHC Nummer 2 bereit. Bereit für Separation. Separation komplett. Mars hat einen neuen Satelliten. Wir haben Schimmel übersehen. Da ist noch mehr. Wir untersuchen es später. Jetzt müssen wir den Brennschluss starten. Ich kann nichts garantieren. Wenn es nicht zündet, können wir 2 Jahre im Orbit bleiben. Das ist doch motivierend. Bring uns nach Hause. Take us home, Antoine. 3, 2, 1. Ignition. Kein Grund zu applaudieren. Noch 27 Minuten, 48 Sekunden in diesem Brennschluss. Brennschluss 85% komplett. Triebwerk aus. Brennschlussprofil positiv. Können wir applaudieren? Gute Arbeit. Das Ausmaß des Schimmels war überraschend. Aber Schimmel in Raumschiffen ist so unvermeidbar wie Staub in Häusern.
Penicillium chrysogenum ruft über Wochen schwere Atemwegsstörungen hervor. Ich hatte einmal Schimmel im Keller. Davon bekam ich heftige Kopfschmerzen und habe gekeucht, als ob ich Asthma hätte. Statusbericht der Bordärztin, 28. Februar 2031. Terra Nova wurde von oben bis unten gereinigt und der Schimmel ist nicht mehr sichtbar. Aber der Crew geht es nicht viel besser. Die Atemwege sind gereizt, Sinusschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist folgerichtig, wenn man dem Schimmel und dem Marsstaub ausgesetzt war. Nach ersten Tests kann ich keine andere Ursache feststellen. Bordärztin Lucia Alarcón, over. Hey. Wie läuft die Überbrückung? In 50 bis 60 Millionen Kilometern habe ich es. Bleib dran, Mikhail. Check nochmal das Umgebungssystem. Nochmal? Jeden Sensor, einfach alles. Irgendwas macht uns krank und ich will wissen, was. Okay. Okay. All again. Versuch die mal. Was ist das? Antihistamine. Schon wieder? Ja, nimm sie. Wie sieht's aus? It's good. Gut, alles klar. Everything's fine. What? Was ist? I've done tests on all of us. Ich habe uns alle getestet. Keine identifizierbare Infektion. Ich verstehe es nicht. Wie du gesagt hast, vielleicht nur eine Reaktion auf den Marsstaub oder den Schimmel. Es ist mehr als das. Look. Ich will eigentlich nicht darüber sprechen, aber nach Hiromis Unfall, als ihr in die Bodenstation kamt, da waren eure Raumanzüge mit Schlamm bedeckt. Daran habe ich auch gedacht. Aber die Chance, dass wir uns mit irgendetwas vom Mars infiziert haben, ist sehr gering. Warten wir ein paar Tage und sehen, ob es uns besser geht. Okay? Okay. What if we don't? Und wenn nicht? I ran.
Ich habe alles getestet. Sauerstoffgehalt, Wasserqualität, Schmutzpartikel, alles normal. Irgendetwas entgeht uns. Vielleicht ist es das Offensichtliche. Wir haben Antibiotika genommen und werden noch schwächer. Wir müssen die andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Maybe it's time to consider the other possibility. That's great. Na toll. Etwas vom Mars, meinst du das? Is that what you mean? Ich will keine Panik verbreiten, aber... Habt ihr noch nicht daran gedacht? Okay, sagen wir einfach, es ist eine Möglichkeit. Was haben wir dann für Optionen? It is a possibility. What are our options? Not many. Nicht viele. Wenn keiner der Tests etwas bringt. Eine Option gibt es. Aber dazu muss ich eine der Proben untersuchen. Das geht nicht. Wenn wir ein Kontaminat ausmachen, könnte jemand auf der Erde ein Gegenmittel finden? Auf keinen Fall. Ihr kennt die Vorgaben. Alle Proben vom Mars dürfen nur in einem Labor geöffnet werden. Wenn wir nur ein Siegel öffnen, gelten wir als biologisches Risiko. Wenn nicht, sind wir bald tot. Ich könnte eine außerirdische Erkrankung in Betracht ziehen, aber nicht ohne Beweis. Beweise es und wir sprechen darüber. Rick besteht auf einen Beweis, bevor wir eine Probe öffnen. Er weiß genau, dass man es ohne eine Probe zu öffnen weder beweisen noch widerlegen kann. Wenn wir nichts tun, können wir sterben. Wenn wir eine Probe öffnen, können wir uns auf einen Monat, ein Jahr oder sogar den Rest unseres Lebens in Quarantäne einstellen. Even the rest of our lives in quarantine. It's a difficult call. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht treffen möchte. One I would want to make. Freund oder Feind? Das fragst du? Zur Sicherheit. Warum bist du noch hier? Zur Sicherheit. Glaubst du? Jemand würde die Proben ohne Erlaubnis öffnen. Der Gedanke ist mir gekommen. Die Menschen machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Fear can make people do crazy things sometimes. Sometimes. Manchmal. What? Aber du kannst ruhig schlafen gehen. Was denkst du? Liege ich falsch? Don't
Weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Danke fürs Ehrlichsein. Ihr habt den Kindern noch keine Nachricht geschickt, seit ihr vom Mars gestartet seid. Irgendetwas stimmt nicht. Bull sagt, alles wäre okay, aber er ist kein guter Lügner. Und du auch nicht. Ich habe mit den anderen Familien gesprochen und ihr seht alle nicht gut aus. Es ist nicht gut, wenn Adam dich so sieht. Ich will ihn nicht erschrecken, aber ich möchte wissen, was vor sich geht. Komm sicher nach Hause. You come home safe. I love you. Spricht Commander Richard Irving. Ich kann nun nicht mehr garantieren, dass wir es sicher bis zur Erde schaffen werden. Wir sind immer noch krank und kennen die Ursache nicht. Einige aus der Crew wollen trotzdem unbedingt eine Probe mit dem Marswasser öffnen. Ich möchte etwas sagen, da ich glaube, dass diese Mission fehlschlägt. Commander Irwin ist krank und derzeit nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mikhail ist noch auf meiner Seite, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Zum Glück ist Dr. Alarcon bereit, das Offensichtliche auszusprechen. Aber um handeln zu können, müssen alle Commander Irwin damit konfrontieren. Wenn ich das nicht verhindern kann, bringe ich euch ein verseuchtes Schiff zurück. Aber sollten wir nicht bald herausfinden, was uns krank macht? Habt ihr hier oben eine Crew, die zu krank ist, um zur Erde zurückzukehren? Für zukünftige Missionen gilt: psychische Belastungen haben Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Commander Irwin hat seit dem Vorfall mit Dr. Okuda Schwierigkeiten, rationale Entscheidungen zu treffen. Daher glaube ich, dass in Zukunft wesentlich mehr Zeit für das psychologische Training aufgewandt werden sollte. Es hat direkte Auswirkungen auf den Erfolg oder das Scheitern von jeder Mission. Er vertraut dir. Ich weiß. Er hört auf dich. Eine gefährliche Entscheidung.
Hier ist der Kaffee. Look, Rick. Hör zu, Rick. Wir haben uns unterhalten und du solltest wissen, dass wir die Bodenstation um Erlaubnis bitten, eine Probe zu untersuchen. Schon klar. Wir können das Problem nicht länger ignorieren. Es wird nicht aufhören. Wenn ihr das so seht. Aber solange ich der Kommandant bin, treffe ich auch die Entscheidungen. Das hatten wir schon. Nach den Einsatzvorschriften. Hätte Hiromi die Bodenstation nie verlassen dürfen. Und jetzt setzte mit dieser Entscheidung unser aller Leben aufs Spiel. Mach es uns nicht so schwer, wir müssen das durchgeben. Nein, müssen wir nicht. Nicht unter meinem Kommando. Achtung, Sonneneruption erfasst. Computer, Stärke errechnen. X20. Wir haben weniger als eine Stunde. Macht euch bereit. Houston, in wenigen Minuten sichern wir die Kommunikationsanlagen. Der koronale Massenauswurf trifft uns erst in einem Tag, aber der Protonensturm erreicht uns schon in ungefähr 30 Minuten. Bis dahin sind wir fertig und liegen in den Kojen. Wir melden uns in einem Tag oder wenn es möglich wird. Terra Nova out. Brauchst du einen Freund? Ich wollte es dir erklären. Das musst du nicht. Doch. Du musst wissen, dass ich nicht ihrer Meinung bin. Mit Hiromi. Ich bin der Kommandant und er starb. Das ist alles. Du kannst nicht für alles verantwortlich sein. Zumindest nicht alleine. Wir sind alleine. Jetzt, in diesem Moment. Just for this moment. Darauf konnte uns niemand vorbereiten. So weit weg von allem. Einsamer als je ein Mensch zuvor. Als gäbe es die Erde nicht mehr.
bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich werde um Erlaubnis bitten, das Siegel mit oder ohne Ricks Einwilligung zu öffnen. Antoine steht hinter mir. Und die anderen wohl auch. Das sind die Fakten. Wir werden sterben. Dies wird mein letzter Bericht. Auch wenn wir den Sturm überleben, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. So geht es dann wohl zu Ende. Ironischerweise schützt uns die Verkleidung der Kabine vor der Strahlung draußen. Während wir warten, sterben wir durch eine unbekannte Gefahr hier drin. Wir haben keinen Strom. Ich suche den Fehler. Great. Du musst dir das ansehen. Der zweite Bus ist offline. Antoine arbeitet schon daran. Alle Systeme, die zur Sicherheit abgeschaltet waren, fahren nicht mehr hoch. Nichts passiert. Ich weiß. Du bist ein guter Kosmonaut. Ich bringe sie zurück. Ich brauche Hilfe. Was ist? Er ist zusammengebrochen. Auf die Liege. Was ist mit dem Strom? Noch ein Anschluss. Wir brauchen jetzt Strom. Ich arbeite dran. Wir brauchen unbedingt Strom.
Fast fertig. Los. Los. Er atmet kaum. Hörst du mich? Bist du okay? Mir ist schwindelig. Ich werde ohnmächtig. Komm. Atme. Ganz ruhig. Komm schon, bleib bei uns. Ich verliere ihn. Bei 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 15. Er ist zurück. Los geht's. Good. Was ist mit dem Rauchmelder? Die Rauchmelder zeigen nichts an. Gar nichts. Das sind falsche Werte. Nicht der Mars bringt uns um, sondern die Technik. Bei jedem Computerfehler wurde das Datum zurückgesetzt, auf den 26. Januar 2030, dem Tag, an dem ihr den Orbit verlassen habt. Was immer euch angezeigt wurde, es waren die Messungen vom ersten Tag. Entschuldigt, wir machen uns an die Arbeit. Update runtergeladen und installiert. Und die Luftfilter? Arbeiten wieder. Es ist Kohlenmonoxid. Wir müssen die Ursache finden. Ich suche im Cockpit und ihr macht hier weiter. Jetzt keine Überraschungen mehr. Kein Problem. Was hast du? Die Kabel des Gebläses sind überhitzt. Natürlich. Es könnten noch mehr Kabel verschmort sein. Und Kohlenmonoxid freisetzen. Die Sensoren melden es nicht. Ein paar Stunden später und wir wären tot. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Ich sprach gerade noch mit Rick. Dann war ich plötzlich in Sochi, im Schwarzen Meer.
So schöne Strände. Was ist? Von Fuji. Wo die Götter wohnen. Ich vergaß, du glaubst nicht. Oder doch ein wenig? Vielleicht besteigen wir ihn einmal zusammen und bringen den Stein für Hiromi zurück. For Hiromi. Tief einatmen. Bericht vom 20. August 2031. Es gibt nicht viel zu protokollieren. Im Gegensatz zu den ersten 14 Monaten waren die letzten 5 fast wie ein Urlaub. Die Systeme laufen, die Crew ist glücklich und gesund. Und in 12 Tagen sind wir zu Hause. Commander Richard Irwin, out. Rick? Antoine? Könnt ihr mal ins Cockpit kommen? Gibt es ein Problem? Das kann man sagen. Ich habe die Überbrückung 2-mal überprüft und sie sollte funktionieren. Aber? Es ist ein Problem im Versorgungsmodul. Keine Reaktion auf Signale der Antriebseinheit. Sicher? Absolut. Achtung, wir stoppen die Rotation. Ich komme zum Versorgungsmodul. Das hat der Arm beschädigt. Das ist das Problem. Die Beule ist aufgerissen. Wahrscheinlich durch die extremen Temperaturunterschiede. Der Riss in der Hülle hat die elektrischen Systeme beeinträchtigt. Die Sonneneruption hat die Antriebskontrolle beschädigt. Wir werden nicht zünden können, um abzubremsen. So werden wir den Wiedereintritt nicht überleben. Wir tauschen die Platinen aus. Nicht mit dem Arm. Der Greifer arbeitet nicht präzise genug. Das hatte ich auch nicht vor. Wir gehen raus. Startet die Rotation. Der Reaktor ist hochradioaktiv. Wir können nicht in seine Nähe. Wir haben keine Wahl. Die Kabinentüren sind verbleit. Bieten die vielleicht Schutz? Ja. Gute Idee. Okay. Wir beide bauen sie aus. Jackie und Mikhail befestigen sie am Arm. Antoine, finde raus, welche Platinen betroffen sind. Wir haben nur eine Chance. Copy that.
Sie passt durch die Schleuse und bietet Schutz. Aber wir brauchen zwei. Ich hole meine. Dieser Ausstieg ist der wichtigste, den wir je gemacht haben. Wir sind nur wenige Tage von der Erde entfernt und haben kaum Zeit für Vorbereitungen und Reparatur. Die kosmische Strahlung ist ein großes Problem. Wir werden uns an einen strengen Zeitplan halten. Ein Außeneinsatz bedeutet präzise Koordination und Durchführung. Jeder Fehler ist fatal. Wir dürfen nicht versagen. Ansonsten können wir die Geschwindigkeit nicht weit genug verringern, um mit der Landekapsel sicher zur Erde zurückzukehren. Die Türen sind recht groß, was aber in der Schwerelosigkeit kein Problem ist. Wir konnten sie mit einem Ersatzgreifer befestigen. Ein leichtes Spiel. Der Schild ist in Position. Wir empfangen eure Daten. Go für den Außeneinsatz. Verstanden. Können wir anfangen? Ich habe beide Signale. Rick, Antoine, alles bereit für den Ausstieg. Verstanden. Öffnet die Luke. Wir sind draußen. Machen uns auf den Weg. Ihr seid auf dem Schirm. Keine Hektik. Kein Problem. Wir können uns nicht beeilen. Ich seile mich jetzt an. Wie viel Zeit noch? Wir liegen gut in der Zeit. Noch 5 Stunden. Verstanden. Ich bin am Anfang des Handlaufs. Rick ist schon weiter vorn. Verstanden. Bin gleich da. Ich sag euch Bescheid, wenn die Belastung zu groß wird. Verstanden. Ich bin am Modul. Verstanden. Du bist in der Zeit. Du verbrauchst wenig Luft. Ich seile mich an. Schöner Schirm, Jackie. Wie am Strand. In 90 Minuten bist du auch von innen braun. Verstanden. Komme zur nächsten Schraube. Verstanden.
Fast 90 Minuten. Ich weiß. Rick, du bist am Limit. Antoine wird übernehmen. Bin gleich da. Nehme die Verkleidung ab. Verkleidung ist ab. Verstanden. Ich gehe zurück. Gute Arbeit. Ich hab euch im Blick. Seile mich an. Verstanden. Bleibe in Position. Ich bin jetzt da. Hier ist alles gut vorbereitet. Kompliment. Hat er gerade was Nettes gesagt? Vielleicht die Strahlenkrankheit. Phase abgeschlossen. Dann überprüfen wir die Platine. Verstanden. Wir sind bei 3 Stunden 25. Sauerstoff bei 6,2%. Energie bei 6,8. Verstanden. 90% zum Limit. Schaltkreistest, Platine 21. Schaltkreistest, Platine 21. Alles okay. Noch eine Platine. Du hast nur ein paar Minuten. Bereit machen. Schaltkreistest. Platine 22. Schaltkreistest. Platine 22. Alles okay. Gute Arbeit.
Dein Fanclub. Nicht schlecht für einen Ingenieur. Du bist am Strahlungslimit. Komm zurück. Noch eine Sache. Das war's. Hab's. Was ist denn das? Antoine? Was ist? What is it? Mein Handschuh ist aufgerissen. Was ist? Brauchst du Hilfe? Antoine, Status. Kontakt unterbrochen. Antoine. Ich klinke mich aus. Antoine. Antoine, kannst du mich hören? Bin gleich da. Antoine, kannst du mich hören? Ich hab ihn. Ich sichere uns. Eure Strahlenwerte sind nicht mehr im sicheren Bereich. Sein Funk geht nicht. Er ist bewusstlos. Wir kommen zur Schleuse. Verstanden. Ich komme auch hin. Kühler aus. Läuft an. Bremszündung in 10 Sekunden. Zweites Kühlsystem? Zweites Kühlsystem. Ein. Ich glaube, wir fahren nach Hause. Wir bestätigen Zündung. Willkommen zu Hause. Krankenstation. Ja.
Der Außeneinsatz. War er erfolgreich? Fühlst du das? Das ist dein Antrieb. Er bringt uns nach Hause. Wir verdanken dir viel. Ich habe es nicht für euch getan. Ich wollte nur das Antriebssystem retten. Ich glaube dir nicht mehr. Weißt du warum? Weil dein Antrieb uns zu dem Planeten bringen soll. Vielleicht auch zu den Sternen. Wir hatten alle unsere Gründe. Unsere Träume. Dank dir wurden sie wahr. Warum lachst du, Fanny? Ich lag falsch. Das ist dein Traum. Diese Reise. Ich bin glücklich, dass ich dabei war. Es ist nicht vorbei. Es ist nie vorbei.